Die sogenannte Trinität ist eine der plakativsten biblischen Wahrheiten, aber auch gleichzeitig sehr angefochten. Was sind die drei Aspekte der Trinität? Erstens die Personenverschiedenheit. Es ist ein Gott in drei Personen. Es gibt drei göttliche Persönlichkeiten, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Geist, die voneinander unterscheidbar sind. Diese Personenverschiedenheit ist gekennzeichnet von vollkommener Eigenständigkeit. Jede Person ist vollkommen eigenständig, aber nicht unabhängig, nicht autark. Gott der Vater ist nicht Gott der Sohn und Gott der Sohn ist nicht Gott der Geist. Diese drei Personen werden voneinander unterschieden. Jesus Christus sagt, ich und der Vater, und er sagt, ich sende euch den Geist, den Sachwalter. Eine Person hat eine Identität, von ihr gehen Handlungen aus und hat ein Wesen, eine Natur, hat Wesensmerkmale. Und bei dem dreieinen lebendigen Gott liegt eine Wesenseinheit vor. Das ist der zweite Aspekt. Das heißt, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Geist haben dasselbe göttliche Wesen. Und das ist Licht, Liebe und Heiligkeit. Das hat sowohl der Vater, der Sohn und der Geist. Eine Person hat immer ein Wesen. Eine göttliche Person hat immer ein göttliches Wesen. Es ist immer Person mit Wesen. Und das nennt die Bibel Hypostase. Ein zentraler Begriff, Hypostase. Und es heißt, Jesus Christus ist der Abdruck des Wesens des Vaters. Der Abdruck der Hypostase des Vaters. Das heißt, Jesus Christus ist die Sichtbarwertung des Wesens, was auch die Person des Vaters hat. Es ist das gleiche Wesen. Jesus Christus sagt, ich und der Vater sind eins. Er sagt nicht, ich und der Vater sind einer. Er sagt auch nicht, ich bin der Vater, sondern er sagt, wir sind eins, also eine Einheit, eine Wesenseinheit. Aufgrund dieser Wesenseinheit gilt der dritte Aspekt, es ist ein monotheistischer Gott. Diese drei Personen sind voneinander unterscheidbar, aber nicht autark, unabhängig. Sonst wäre es ein tritheistischer Gott, eine Dreigottheit, sondern es ist ein Gott, weil sie ein und dasselbe Wesen haben und nicht nur das, sondern auch eine Willenseinheit haben. Die gleiche Herkunft, den gleichen Willen, den gleichen Ratschluss und vieles mehr. Es ist also kein triethistischer Gott aus drei autarken göttlichen Persönlichkeiten, sondern es ist ein Gott in drei Persönlichkeiten mit demselben Wesen. Und das ist die biblische Lehre. Und viele Christen verleugnen diese Lehre, weil sie ihren begrenzten menschlichen Verstand über diese göttliche Offenbarung dieser Lehre stellen.